Sonnenuntergang wieder da hinten untergeht. Der Untergang. Hallo, zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, wir sind ja ein ganzes gutes Stück vorbeigekommen, und zwar auch an Harald, aber trotzdem weitergekommen. Und das geht hiermit, indem ich ihn frage, dass ich alle Aufgaben nicht frage. Ich werde ihm einfach mal das hier erzählen. Ich habe jetzt alle Aufgaben erledigt, die du mir aufgetragen hast. Ja, das hast du. Dann kannst du mir bestimmt schon sagen, ob du mich zum Bootsmann vorschlagen wirst. Nun, ich hatte dir doch gesagt, dass du dich zuerst bewähren musst. Den Schiffsdienst hast du zwar zu meiner Zufriedenheit erledigt. Aber wie steht es mit dem Respekt bei der Mannschaft? Also bei Sven, Dandolo, Ernst und Knut. Erst wenn die Mannschaft dich respektiert, werde ich dich zum Bootsmann vorschlagen. Oh, oh, das heißt also, ist die Situation auf dem Festland, kannst du mir was beibringen? Wie ist denn mein Ruf bei der Mannschaft, das meint er wohl. Wie ist mein Ruf bei der Mannschaft? Nun, mal sehen. Albin sagt, er hat nichts dagegen, wenn du Bootsmann wirst. Da du es geschafft hast, dich gegen Wolfgang durchzusetzen, wärst du seiner Meinung nach der richtige Mann dafür. Wie weit das mit Wolfgang zutrifft, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall hast du seine Stimme. Ernst meint, dass du schwer in Ordnung bist. Also seine Stimme hast du auf jeden Fall. Dandolo denkt, dass du ein echter Kamerad und zuverlässiger Mann bist. Seine Stimme hast du also. Und das wird bei Dandolo schon etwas heißen. Bei ihm muss man schon einen gewaltigen Eindruck hinterlassen, um ihn zu überzeugen. Tja, Knut hast du wohl überzeugt, dass du stark genug bist. Der Bursche hat jetzt gewaltigen Respekt vor dir. Na also. Die Paladine haben grundsätzlich nichts gegen dich. Lord Balchens Ritter hält sich aber auch im Allgemeinen ihrer Ansicht bei solchen Fragen zurück. Du hast alle meine Aufgaben zu meiner Zufriedenheit gelöst. Die Mannschaft hat großen Respekt vor dir. Ich werde daher gerne vorschlagen, dich zum zweiten Bootsmann zu machen. Wenn es dir gelungen ist, auch Hawk, Halber und Wolfgang zu überzeugen, kannst du getrost zu Gernot gehen. Aha. So. Das ist aber hier nicht mehr. Moment mal, Bootsmann, das ist es. Harald wird mich zum Bootsmann vorschlagen. Okay. Ja, Bock. Habe ich nicht gelesen, wen ich alles noch fragen müsste. Falls ich jemanden fragen müsste. Ach, gehen wir erstmal eine Runde pennen. Penninger. Ja. Oder gucken, vielleicht liegen einige hier. Nö. Okay, das ist das freie Bett hier. Das ist wirklich nicht. Ja, ist gut. So. Mach mal, bis zum nächsten Morgen schlafen. Und weiter geht's. Auf der Albatros von Athanos. Oh, Hawk. Hey! Okay, das wird's wohl gewesen sein. Alva hat er auch noch erwähnt gehabt. Knut ist klar. Naja, ich kann nicht hier hoch springen. So, dann werde ich dann gleich zu Gernot gehen. Okay. Ja, da muss ich auch noch irgendwas machen wegen Fähigkeit verbessern. Ja, Leute. Jetzt wird's interessant. Nee, gar nicht. Ganelun. Nee. Was habe ich denn jetzt für besser? Baldwin? Auch nicht. Was ist denn jetzt passiert? Habe ich denn nicht alles gemacht? Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Dandolo. Weißt du, wohin die Reise geht, na? Wie lange musst du das Deck noch fegen? Na, wie lange musst du noch das Deck fegen? Bin gerade fertig geworden. Mann, was ist das eine Arbeit. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Stab auf Deck angesammelt hat. Also beim nächsten Mal werde ich diesen Job nicht mehr so künstlich für dich machen. Okay. Ja, dann erzähl mir noch ein bisschen mehr. Und zwar... Weißt du, wohin die Reise geht? Nein, das halten die Paladine noch geheim. Und ehrlich gesagt, ich will es auch gar nicht wissen. Wir werden es noch früh genug erfahren, wenn uns die Orks am Wickel haben. Die Orks? Natürlich die Orks.
Oder gegen wen soll es denn sonst gehen? Also, wenn du für den nächsten Kampf noch einen Waffengefährten suchst, sag mir einfach Bescheid. Gut zu wissen. Neue Quest Besonderes. Ja, hier? Ja, hier. Bei Albin kann ich mir jeden Tag einen Teller Fischsuppe holen. Ach, gut zu wissen, wenn ich den Waffengefährten im Kampf brauche. Also Dandolo kann ich mich. Bei Dandolo kann ich mich sozusagen wenden. Ja, vielleicht fehlt dir ja noch die Abfrage fürs Deckfegen. Dann nochmal zu Harald gehen oder dann zu Gernot. Brauche eine bessere Rüstung, die werde ich wohl... Ich brauche eine bessere Rüstung. Eine bessere Rüstung bekommst du erst als Bootsmann. Dann allerdings könnte ich dir eine gute Rüstung verkaufen. Verkaufen? Ja. Fangen wir nochmal. Und Harald, wie sieht es aus? Ob alles klar ist? Solange hier jeder an Bord seinen Pflichten nachkommt, ist alles in Ordnung. Auf einem Kriegsschiff muss schließlich Disziplin herrschen. Richtig. Ist die Situation auf dem Festland? Ich meine, das hätte ich schon gefragt. So, gehen wir mal zum Magier. Vielleicht fehlt ja da irgendwie was. Zum Wulfias. Hey du! Wegen deinen Pflanzen. Ja, habe ich nicht. Mir fehlen 9 Heilpflanzen und sowieso 10. Segne mich, möchte meine Lebenskraft schon. Wegen deinen Pflanzen. Erst wenn du mir die Pflanzen... Ja. Verstehe. Ach ja. Blub. Ja, wat nu? Da kann man sich nicht drauf. Meine ich hätte alles erledigt. Die Bootsmann-Quest ist ja noch offen. Und, ich krieg hier... Ich kriege den Kohl nicht fett. Das heißt also, ich soll ja zu Gernot gehen. Wahrscheinlich wegen des Soldes. Das hat mir Harald erzählt. Ich werde mich da nicht einmischen. Und komm hier nicht weiter. Daran wird sich nie etwas ändern. Ja, dann werde ich mal zu Wolfgang runtergehen. Vielleicht. Ach ja, vielleicht kann er mir ein paar Auskünfte geben. Moment mal, was mit Sven? Hey du! Er kann ja nur handeln, ja richtig. Ja gut, okay, weil bei Wolfgang waren ja noch ein paar Dialogoptionen offen. Ich will euch nicht damit langweilen, aber ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwie noch was fehlt. Also, mal kurz die Auskünfte über die Mannschaft geben. Mach's kurz und schmerzlos, Wolfgang, los. Gut, erzähl mir was über die anderen. Na gut, von wem willst du was wissen? Um Wulfias. Da wäre noch Wulfias. Der Feuermagier. Über den kann ich dir wirklich nichts sagen. Der hat sich erst vor kurzem in Vanguard eingeschifft. So ein Magier verkehrt im Grunde auch nicht mit uns einfachem Schiffsvolk. Trotzdem finde ich es gut, dass er an Bord gekommen ist. So kommen wir zumindest günstig an ein paar Heiltränke ran. Und bei einer Seeschlacht wird der Feind noch weniger zu lachen haben. Wulfias hat sich vor kurzem eingeschifft. Na, Glück, dass er sich nicht eingekackt hat. Ah, was ist mit Knut? Was ist mit Knut? Was soll mit Knut schon sein? Knut ist Knut. Wer einmal gesehen hat, wie der drauf ist, braucht den Rest nicht mehr zu wissen. Wie meinst du das? Hast du das noch nicht gemerkt? Dann sieh zu, dass du dich in Acht nimmst. Das ist ein ganz mieser Angeber und Schläger. Wenn er einem anderen nichts aufs Maul geben kann, ist der nicht glücklich. Ja, du scheinst ja schon deine Erfahrung gemacht zu haben. Jetzt werd hier bloß nicht frech, sonst kannst du dir jemand anderen zum Quatschen suchen. Ja, okay. Ich wollte dich nicht beleidigen. Na, schon gut. Doch diesen Knut kann ich nicht riechen. Die anderen übrigens auch nicht. Nur Sven hängt dauernd mit dem herum. Aber wen wundert das schon? So, Sven nochmal? Nun erzähl mir was über Sven. Aha. Über Sven? Na, über den könnte ich dir einiges erzählen. Ich bin ganz Ohr. Naja, womit soll ich anfangen? Also zunächst mal. Wenn die Arbeit an Bord am schlimmsten wird, findest du alle. Nur nicht einen. Sven, der Kerl verdrückt sich, wo er kann. Und wenn man ihn mal findet, dann ist er entweder am Kauen oder hat einen Glimmstängel im Mund. Aber wenn man ihn mal auf sein Verhalten anspricht, dann hat der Kerl noch die Dreistigkeit, dir das Blaue vom Himmel zu erzählen.
Und da ist noch was anderes. Ich glaube, dass er an die Mannschaft heimlich Sumpfkraut verkauft. Wusste ich's. Doch ich kann es ihm nicht beweisen. Ich wusste es. Dem ist alles zuzutrauen, wer weiß. Vielleicht steckt auch er hinter den Diebstählen im Laderaum. Wenn ich ihn nur einmal auf frischer Tat erwischen könnte. Ich wusste es. Ich musste erst alle hier durch. Also, weil wir haben ja auch gerade wieder Einträge bekommen. Da werde ich mal eben ganz kurz zur Kontrolle mal nachgucken. Ja gut, okay. Sumpfkrauthandel hat sich natürlich erweitert. Ja, okay. Dann mal weiterfragen. Gut. Erzähl mir... Na gut, ja. Von wem? Ja, von Dandolo. Erzähl mir was über Dandolo. Dandolo ist ein erfahrener Seemann, der schon ewige Jahre auf diesem Schiff ist. Er gehört zu denjenigen in der Mannschaft, denen man vollkommen vertrauen kann. Immer ruhig und ausgeglichen. Hat er schon manchen Streit hier an Bord geschlichtet. Dandolo hätte das Zeug zum zweiten Bootsmann oder Steuermann. Aber er hat keine Spur von Ehrgeiz. Er will lieber Teil der Mannschaft bleiben, weil ihm das Befehlen ganz und gar nicht liegt. Naja, Hauptsache er ist zufrieden. Und wie ist es mit Ernst? Ernst, was denkst du über ihn? Das ist ein ganz ruhiger und fleißiger Seemann, mit dem die meisten hier an Bord gut auskommen. Ich denke, er ist in Ordnung. Ist das alles? Ja, mehr kann ich dir nicht sagen. Sag du es mir. Ja, jetzt mal gucken, unseren Schmied. Was denkst du über Hawk? Über Hawk gibt es nicht viel zu sagen. Er ist schwer in Ordnung. Und er ist ein hervorragender Schmied. Ich glaube, wenn er etwas magisches Erz hätte, könnte er noch bessere Waffen schmieden. Als ob ich nicht schon genug. Was ist mit Harald? Harald ist ein echter Seebär. Der kennt bestimmt alle sieben Meere. Und einen besseren Kameraden als ihn kannst du ja an Bord nicht finden. Außerdem ist er ein guter Schwertkämpfer. Er kann dir mit Sicherheit noch etwas beibringen. Im Seekrieg gegen die Orks hat er sich einen Namen gemacht. Und ist daher verdient zum Bootsmann aufgestiegen. Das ist doch nichts Neues. Aber das genügt seinem Ehrgeiz. Jetzt ist er vollkommen damit zufrieden, den Jungs an Bord was Ordentliches beizubringen. Ja, das ist doch mal... So, das ist doch mal jetzt auch ein bisschen eine Hilfe gewesen. Weil ich muss ja noch Harald was fragen. Und mal gucken, vielleicht ist ja hier... Okay, das hat noch gefehlt auch unter anderem. Lieber mal speichern. Ja, es tun sich hier noch echte Geheimnisse auf. Weißt du eigentlich, dass du ein ganz mieser Gauner bist? Du bist eine Schande für das ganze Schiff. Ach nee, was du nicht sagst, du Großmaul. Und was willst du jetzt machen? Ganz einfach. Ich werde dir das Handwerk legen. Da bin ich aber neugierig, wie du das anstellen willst. So ganz ohne Beweise. Die werde ich schon noch bekommen. Verlass dich darauf. Dein Lachen wird dir noch vergehen. Also ich habe ja von ihm schon jeweils einen Stängel Kraut gekauft. Stopp mal. Werden wir auch gleich mal hier das Sumpfkrauten. Als ich Sven geholt und Handwerk zu legen, hat er nur gedacht, ich gelacht. Ja, wohl nicht viel gegen ihn machen können. Ja. Also zurück zu Harald. Ich brauche bessere Rüstung. Ich möchte was über die Paladine erfahren. Und Harald, wie sieht's aus? Genau hier. Wie ist die Situation auf dem Festland? Das habe ich ihm auch noch nicht gefragt. Wie ist die Situation auf dem Festland? Mit einem Wort. Eine einzige Katastrophe. Die Orks beherrschen ganz Myrtana. Und die Hauptstadt? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Als wir Vengard verließen, bemerkten wir, dass der Feind einen Sturmangriff unternahm. Gegen diese Massen von Orks werden wohl unsere Leute kaum eine Chance haben. Allerdings teilte uns Lord Baldwin mit, dass der König im Notfall noch einen geheimen Plan hätte, der die Hauptstadt schützen könnte. Aber was das für ein Plan sein soll, keine Ahnung. Auf jeden Fall aber sind die Orks die Herren des Landes. Der Krieg ist so gut wie verloren. Oh mein Gott. Ich hatte so etwas schon befürchtet. Aber dann hat doch alles keinen Sinn mehr. Warum seid ihr jetzt noch zu einer geheimen Mission unterwegs? Nun, der König war der Ansicht, dass der Kampf auf den großen Inseln fortgeführt werden müsste. Auf Kurenis und den anderen Inseln sind die Orks noch nicht Sieger. Neben unserer Mission soll unser Schiff den Menschen zeigen, dass es die königliche Flotte noch gibt. Auch wenn sie nur noch aus der Albatros bestehen sollte. Die Menschen brauchen eben Hoffnung und den Willen zum Weiterkämpfen. Aber ob das reichen wird, wäre nicht die Runenmagie zerstört, dann könnte man noch... Was sagst du?
Die Runenmagie wurde zerstört? Ja, fast vollständig. Nur Teleportschalter funktionieren seltsamerweise noch. Aha. Das also war es, was Seyan mir verschwiegen hatte. Seyan? Wer ist das? Nicht so wichtig. Kannst du mir vielleicht sagen, wie die Runenmagie zerstört wurde? Wie? Keine Ahnung. Wahrscheinlich kein Zauber. Es geht das Gerücht um, dass Zardas dafür verantwortlich sei. Aha, Zardas. Zardas? Der ehemalige höchste Feuermagier des Königs? Genau der. Er ist jetzt der Anführer der Orks. Also wird es höchstwahrscheinlich auch er gewesen sein, der an allem schuld ist. Dachte ich's Möge mehr. Inos diesen Verräter strafen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Kannst du mir sagen, wohin uns unsere Reise führt? Nee, das hält Lord Baldwin so lange geheim, bis er es uns irgendwann einmal sagt. Aber eine Vermutung hätte ich schon. Und was hast du für eine Vermutung? Es geht natürlich gegen die Orks. Da die jetzt vor Vengard stehen, denke ich, dass wir in einer ganz wichtigen Mission unterwegs sind. Das Königreich steht dicht vor einer Niederlage. Es kann nicht mehr lange dauern, bis die Orks Vengard einnehmen. Und ich weiß, dass Baldwin von König Roba höchstpersönlich den Auftrag erhalten hat, mit der Albatros sofort in See zu stechen. Wieso bist du eigentlich an Bord gekommen? Wenn du vorhast, dich zu bewähren, dann hättest du dies auch auf Athanos tun können. Das glaube ich eher nicht. Auch wenn die Festung der Insel Athanos eine sehr wichtige strategische Bedeutung hat. Bis jetzt aber war auf Athanos nicht viel los. Die letzten Monate wurde ich dort nur zu eintönigem Wachdienst eingeteilt. Darum hatte ich mich auch sogleich gemeldet, als man plötzlich Freiwillige für ein Seekommando suchte. Und als ich sagte, dass ich in Korinnes aufgewachsen bin, hat man mich sofort genommen. So, aus Korinnes kommst du? Dann ist das vielleicht auch das Ziel unserer Reise. Na, ich denke, dass es für dich auf dieser Reise bestimmt ein paar gute Gelegenheiten geben wird, um dich zu bewähren. Tja, was gibt's denn für eine bessere Rüstung? Ich brauche eine bessere Rüstung. Eine bessere Rüstung bekommst du erst als Bootsmann. Ja, das weiß ich doch. Dann allerdings könnte ich dir eine gute Rüstung verkaufen. Oh, das haben wir doch, glaube ich, auch schon durch. Und Harald, alles klar, kannst du mir etwas beibringen? Ach, warum ankern wir das? Weiß ich nicht. Frag lieber nochmal. Kannst du mir wenigstens sagen, warum wir an diesem einsamen Felsen ankern? Aber sicher, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme von Lord Baldwin. Bevor wir weiter segeln, müssen wir uns vergewissern, ob hier irgendwelche Orkschiffe auftauchen. Ah ja. Gerade hier in der Gegend kreuzen zurzeit eine ganze Menge von ihnen. Wir müssen also äußerst vorsichtig sein. Ja, das müssen wir. Muss ich jetzt auch noch die Paladine erfragen? Ich möchte gerne etwas über die Paladine erfahren. So, und du meinst, dass ich dir hierüber Auskunft geben kann? Zumindest hat Wolfgang das behauptet. Er sagte, dass du am meisten mit diesen verkehren würdest. Da hat Wolfgang allerdings recht. Doch viel kann ich dir auch nicht sagen. Die Paladine bleiben stets unter sich und reden auch nicht gern über ihre Kameraden. Wer sind ihre Anführer? Da ist als erstes natürlich Lord Baldwin, der Kommandant der Albatros. Er hat die volle Verantwortung für alles, was an Bord geschieht. Bisher hatte ich stets die Erfahrung gemacht, dass er ein gerechter und tapferer Mann ist. Gernot und Ganelun sind seine Offiziere, die alle seine Befehle ausführen. Okay, erzähl mir was über Gernot, Ganelun und Harald, wie sieht's aus? Stets, da ist ein T vergessen worden in der Schreibung. Erzähl mir was über Gernot. Aha. Der Paladin Gernot ist im Grunde unser wichtigster Ansprechpartner. Er kümmert sich um alle Angelegenheiten der Matrosen. Von ihm kann ich nur sagen, dass er sich stets für unsere Belange eingesetzt hat, solange diese gerecht waren. Er gehört zu den Anführern der Paladine, die ihre Untergebenen stets menschlich behandelt haben. Und was ich fast vergessen hätte, von ihm erhält jeder Seesoldat seinen Sold. Das war's also. Deswegen hat also Gernot nichts gesagt. Ja, dann fragen wir nochmal über Ganelun aus. Erzähl mir was über Ganelun. Ganelun? Nun, da muss ich dir zunächst sagen, dass ich nicht der Mann bin, der in der Regel über seine Vorgesetzten schimpft. Aber über Ganelun kann ich dir nur wenig Gutes mitteilen. Ohne Zweifel ist er ein sehr tapferer Mann. Ein starker Schwertkämpfer und ein unentbehrlicher Berater von Lord Baldwin.
Doch sein Hochmut und seine Härte hindern ihn daran, auf andere Menschen sympathisch zu wirken. Ganelon ist von altem und vornehmem Adel und sein Vater ist ein wichtiger, langjähriger Berater von König Robert. Man sagt sogar, dass Ganelons Vater die Idee gehabt haben soll, alle Sträflinge des Königreiches in die Minenkolonie auf Grünes zu schicken, damit diese für König Robert das unentbehrliche Erz aus den Minen gewinnen. Ich will dir nicht sagen, was ich über diesen Plan gedacht habe und jetzt noch denke. Aber wenn wir uns das Ergebnis ansehen, so sehen wir, dass diese Idee nicht viel gebracht hat. Doch wir wollen gerecht bleiben. Für das Scheitern kann man Ganelons Vater nicht verantwortlich machen. Wer konnte schon ahnen, dass die magische Barriere, die von den Magiern geschaffen wurde, das Minental für längere Zeit unzugänglich machen würde und es gar zu einem Gefangenenaufstand kommen sollte? Na endlich. Oh. Okay, das ist ja alles klar, da macht er was mit und Disziplin. Harald? Solange ich ja eh genau. Auf einen Krieg... Ja, ich glaube, das war auch das, was Soldauszahlung, die hat noch gefehlt, die Quest hier. Genau, richtig. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich meinen Sold bekomme. Das will doch keiner wissen. Sold. Salz. Ursprüngliche Bedeutung. So, ich hoffe. Na also, da ist es ja. Ich möchte endlich meinen Sold. Harald sagte mir, dass ich zu dir kommen soll. Das machen wir mal so. Harald sagte mir, dass ich zu dir kommen soll. Ja, das ist richtig. Ich hörte, dass du an Bord schon kräftig arbeitest. Nun ja, ich habe an Bord bereits verschiedene Aufgaben erledigt. Aber wenn wir schon dabei sind, wie sieht es mit der Soldauszahlung für mich aus? Gut. Du hast in der kurzen Zeit, in der du an Bord bist, deine Aufgaben schnell und gewissenhaft ausgeführt. Harald hat mir berichtet, dass er sehr zufrieden mit dir war. Daher sollst du auch jetzt deinen Sold bekommen. Hier, nimm. 500 Gold. Na das ist doch schön. Jetzt haben wir 716 insgesamt. Ja. Oh, jetzt bin ich wieder ein bisschen weiter. Das heißt also, ich könnte eine bessere Rüstung kaufen. Hallo Halva, gibt's was Neues? Ja, Fähigkeit verbessern. In was denn? Ich will meine Stärke und Geschicklichkeit. Ja. 10 Lernpunkte. Ich muss natürlich gucken. Erstmal mit meinen Fähigkeiten. Ich wollte mich ja im Bogen noch ein bisschen verbessern. Da bin ich auf 5%. Aber ich muss mir das echt gut überlegen. Weil ich ja die Warane da hinten noch alle wegklatschen will. Rüstung. Harald, Rüstung. Und Harald, wie sieht's aus? Alles klar. Kannst du mir etwas beibringen? Ach so. Hä? Okay. Was muss ich jetzt machen? Haralds Rüstung. Ach, da steht's ja. Wenn ich Bootsmann werde, ist der Seesoldat Harald bei mir, ja, wenn ich Bootsmann. Ich bin doch kein Bootsmann, oder was? Harald wird mich zum Bootsmann vorschlagen. Harald sagte mir, dass er mit meiner Arbeit zufrieden ist. Nandolo ernst und gut. Ach ja, richtig, Leute. Ich muss ja noch Sven überführen. Wie soll ich denn das jetzt machen? Große Frage, nächste Frage. Vielleicht ist er jetzt unten, weil Sven ja sich vor der Arbeit immer drückt. Das wird also die nächste Quest, Questico sein, aber das wird er ja noch wohl nicht. Da wird er ja nicht, also, hä? Wie soll ich denn das beweisen? Nee, auch nicht. Jetzt wird's knifflig. Das heißt also, Sumpfkraut in Handel. Vom faulen Sven. Vielleicht gibt es ja einen Hint im Logbuch. Gucken wir nochmal. Sumpfkraut-Hint. Als ich Sven gedroht hatte, ihm das Handwerk zu legen, hat er nur gelacht. Ich fürchte, dass ich ihm ohne Beweise wohl nicht viel gegen ihn machen kann. Ja, so. Ich habe mal überlegt. Der Sumpfkrauthandel liegt ja noch aus. Shit. Wie soll ich ihm das beweisen? Das habe ich ja eben schon gesagt. Also Sven ist nicht mehr hier. Sven verdrückt sich immer. Das waren so die Hints. Da hat er sich in irgendwie in Kiste versteckt oder sowas, weiß der Geier, ich weiß es nicht. Das war doch schon vorher,
ein bisschen jetzt müßig, irgendwas. Vielleicht hat sich hier wieder was. Nee, hat sich auch nicht. Was sollen das für Beweise sein? Ich kann ja niemand sagen, so von wegen hier, guck mal, ich habe Sumpfkrautstängel bei Sven gekauft. Das wäre jetzt der Beweis. Ich glaube, das wäre nicht so. Da hinten liegt was. Ein Zettelchen. Nächste Lieferung. So ist das. Nächste Lieferung. Schauen wir mal nach. Was ist denn das Lustiges? Nächste Lieferung. Brief an Eltern. Erpresserbrief. Gucken wir mal. Nächste Lieferung. Hey Leute, da mir in letzter Zeit wieder diese dämliche Wolfgang auf die Schliche gekommen ist, kann ich für euch für die nächste Zeit leider nicht mehr mit Sumpfkraut beliefern. Wenn Gras über die Sache gewachsen ist, melde ich mich wieder bei euch. Sven. Okay, das ist ja der Beweis. Und jetzt? Und jetzt? Oh weia. Ich könnte ihn ja bei Wolfgang verpfeifen. Oder? Nö. Okay. Bevor ich da den Sven damit konfrontiere. Na? Wo hast ja, du ja, das ja, denn ja. So, jetzt habe ich dich. Du bist überführt, Sven. Meinst überführt? Mann, wovon redest du? Ich habe deinen Brief gefunden, den du unten im Lagerraum zwischen den Kisten versteckt hast. Verdammt! Ich... Was wirst du jetzt tun? Ganz einfach. Ich werde diesen Brief nun Wolfgang geben. Der wird schon wissen, was er damit tut. Tu das bitte nicht. Wolfgang wird den Brief Gernot geben und dann geht es mir gewaltig an den Kragen. Das wirst du einem Schiffskameraden doch nicht antun wollen. Das war doch klar. Schiffskamerad, das ist ein Stichwort. Macht man eigentlich nicht. Auch wenn er Dreck am Stecken hat. Naja. Warum sollte ich dich laufen lassen? Nun, ich würde dir dann versprechen, kein Sumpfkraut mehr an die Mannschaft zu verkaufen. Außer dir, versteht sich. Außerdem kann ich dir einiges beibringen, was dir später vielleicht nützlich sein kann. Aha. So? Und was wäre das? Ich kann dich im Taschendiebstahl unterrichten. Außerdem kann ich dir zeigen, wie man schwere Schlösser knackt. Ui, das ist klasse. Das ist klasse. Das, okay, nichts da, ich werde Wolfgang. Nee. Okay, man verrät keine Schiffskameraden. Was denkt ihr? Na gut, wenn du alles hältst, was du versprichst, dann machen wir das so. Na gut, wenn du alles hältst, was du versprichst, werde ich Wolfgang den Brief nicht geben. Das hat er doch vorher. Danke, Mann. Das werde ich dir nicht vergessen. Ich werde auch alles halten, was ich versprochen habe. Ich hab was anderes gehört. Wenn ich dir also etwas beibringen soll, dann sag mir nur Bescheid. Werde ich machen. Übrigens, dämlich schreibt man ohne H. Hä? Wie bitte? Ich verstehe dich nicht. Du hattest doch geschrieben, dass Wolfgang dämlich ist. Doch dämlich schreibt man ohne H. Was? So, danke, Mann. Das ist doch lange. Werde ich mir merken. Es ist mir gar nicht aufgefallen. Es war genauso, wie du sagst. Ich hätte das anders. Ja, Tatsache. Der dämliche Wolfgang. Schön. Okay, dann nochmal kurz speichern. Und jetzt sollte eigentlich auch die Quest abgeschlossen sein. Goldauszahlung, okay, und Schiffsdienst vermisst. Was? Sumpfkrautenhandel ist noch hier. Gnade verreicht, er geht zumindest mal Sven mir für versprochene Dunkelheit anzustellen. Es genügt also Wolfgang Legeltief mitzuteilen, dass Sven keinen Ärger mehr macht. Ja, auch ein guter Hint. Hallo Wolfgang. Sven wird dir kein Sumpfkraut mehr verkaufen. Das ist gut. Sven wird nun nicht mehr an die Mannschaft Sumpfkraut verkaufen. Was sagst du? Das wäre ja... Aber wie hast du denn das geschafft? Tja, ich hatte da so meine Mittel und Wege. Dann hast du vielleicht sogar einen Beweis, der Sven überführt. Den solltest du mir aber dann unbedingt aushändigen. Nö. Tut mir leid. Da Sven mir versprochen hat, keinen Sumpfkorb mehr zu verkaufen, habe ich ihm wiederum versprochen, nichts gegen ihn zu unternehmen. Also, wenn du meine Meinung wissen willst, dann war das ein großer Fehler. Der ja. Kerl hätte auf jeden Fall eine Strafe verdient. Naja. So schlimm wäre dieser auch nicht gewesen, da wir doch keinen Mann an Bord entbehren können. Richtig. Aber wie du willst. Hauptsache, dass der Sumpfkrauthandel an Bord endlich aufhört. Hier hast du eine kleine Belohnung. Doch hätte ich dir mehr gegeben, wenn der Bursche bestraft worden wäre. 50 Gold? Na, das ist doch nett. Ja, Wolfgang, das macht man nicht.
und verrät seine Kameraden nicht. Ich hab was anderes gehört. Damit ich besser mit dem Bogen wäre, kann ich hier gar nicht machen. Also ich kann echt nur Stärke und Geschick. Ja, hat er das nicht. Oder Einhand. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Jemand wird dafür büßen müssen. Geschicklichkeit. Moment mal, Stärke 5. Ach, Stärke 1, 2 Lernpunkte. Och, ist doch wieder dull. Aber Geschicklichkeit 5, 10. Das ist alles so teuer. Seine Taten waren gerecht. Hm. Hm. Ich muss ins Stärke skillen. Koste es, was es wolle. Ich weiß nicht mehr, wem man noch glauben kann. So. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Naja, ist klar. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Wird sich das jemals ändern? Ja, mit starke Schlösser knacken habe ich noch nichts am Hut. Ja, Stärke. Aha, ein Punkt fehlt, damit es rund ist. Geschick 50, super klasse. Ja, okay. Man darf nicht alles glauben, was man hört. Jetzt werde ich mal abspeichern. Wird sich das jemals ändern? Ja, liebe Zuseher, ich könnte jetzt mal den Auftrag ausführen. Aber in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet und ich hoffe ihr auch. Also bis dahin einen Daumen, Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ende.